Und willkommen zurück. Wieder Neues aus der Werkstatt. Alter, ist das ein bescheuerter Spruch, ne? Ich sehe da immer irgendwie so ein beklopptes Video da auch bei YouTube, wo immer sagt, herzlich willkommen und Neues aus der Werkstatt hier, ne? Wir werden mal heute ein paar Schrauben drehen. Ja, nee. Wir drehen heute keine Schrauben. Wir kümmern uns heute mal um unsere schöne Auspuffbandage. Weil die ist leider ein bisschen angelaufen. Es sollte ursprünglich schwarz sein. Ist jetzt aber irgendwie weiß geworden. Und ganz ehrlich, gefällt mir so natürlich absolut überhaupt nicht. Deshalb haben wir da was Neues. Da haben wir uns mal was bestellt. Ich habe mal was bestellt. Da, bestellt habe ich das. Da. Die Made ist aus China. Ne? Das Ganze habe ich von Amazon. Werde ich mal unten einfach mal mit verlinken. Kostet irgendwie ein Apfel und ein Ei. Ich weiß gar nicht. Ich glaube 10 Euro oder was. Diesmal auch nicht in schwarz, sondern in Titan. Klingt komisch, ist aber so. Was haben wir drinne? Bedienungsanleitung. Freunde. Kabelbinder. Edelstahl. Ein Karton. Aber irgendwie fehlt da was. Das Bandageband ist weg. Na, natürlich nicht. Das haben wir natürlich schon gewässert. Ja. Einmal ein bisschen eingelegt hier. Schön in der Küchenschüssel. Mit ein bisschen Wasser drin. So, nee, das machen wir lieber nicht. Prost. Mhm. Damit wässere ich mich erstmal. Das Ganze am besten vorher 24 Stunden im Wasser einlegen. Hat den Vorteil, dass wenn ich es nass wickel, dass ich es stramm erziehen kann. Und sobald es sich dann erhitzt und das Wasser verdunstet, zieht sich die Bandage nochmal so richtig fest. Ich habe schon einige Videos gesehen, wo sie das echt trocken gewickelt haben. Aber das würde ich definitiv nicht empfehlen. Des Weiteren würde ich auf keinen Fall empfehlen, die Bandage mit den blanken Händen zu wickeln. Den Fehler habe ich einmal gemacht, würde ich nie wieder machen. Ich hatte danach echt so Klodeckelpfoten, es hat gepiekt und gebrannt bis, weiß ich nicht, bis ein Getno. Was braucht ihr dafür? Handschuhe. Jeder gute Frauenarzt hat immer Handschuhe dabei. So, an sich wäre das jetzt gar kein Problem, die Montage so einfach wie möglich zu machen, aber wir haben erstmal die blöde Demontage. Wir müssen den ganzen alten Sheet jetzt erstmal runterholen. Und das ist nervig. So, jetzt haben wir den ganzen Scheißstall mal abgewickelt. Kann ich euch nur sagen, war echt scheiße. Trockenwickeln war jetzt echt dämlich. Jetzt kann ich hier Sau aufschreiben. Ja, Sau. So, dann nehmen wir uns mal die Bandage. Das wird jetzt gleich eine richtige Sauerei werden. Schön, haben wir auch da. Also hier sieht man das auch so schön, gerade jetzt, wenn jetzt neu geliefert wird, das ist einmal umgelegt. Wenn wir nachher das andere Rohr machen, haben wir das nicht mehr, dann werden wir es aber auf alle Fälle auch machen, dass wir uns das einmal umlegen. Das hat einen besseren Halt für den Anfang, sage ich jetzt mal. Ne? Wir jetzt schon mal die ersten Lagen so ein bisschen rum. Ja, schön festziehen. Wir werden da jetzt schon mal unsere Metallkabelbinder rummachen jetzt zum Fixieren, oder wir nehmen erstmal, nee, machen wir nicht. Wir werden erstmal noch ein paar normale Kabelbinder nehmen und den ganzen Mist erstmal einmal fixieren, ja, bevor das dann nochmal verrutscht und ich die schönen Edelstahlkabelbinder wegschmeißen muss. Große Fresse, kein Kabelbinder, wa? Ja. Guck mal hier. Das ist so meine Größe hier. Das ist so meins. Ganz kurze Variante. Nein? So, wenn wir es hier einfach ein bisschen rummachen zum Fixieren, damit er uns nicht abhauen kann. Sicherlich wird der eine oder andere sagen, Bandageband-Montage macht sich besser, wenn der Krümmer demontiert ist. Ja, sicherlich. Aber hier den Krümmer abzubauen, das ist echt so ein Sackstand. Deshalb verzichten wir darauf. Weil ich muss jetzt wirklich das ganze Band, ja, das sind 10 Meter, die ich jetzt hier habe, jedes Mal komplett durchziehen. Nicht mag. Und jedes Mal, wenn ich das mache, überlege ich, ob ich denn doch lieber sage,
Ich mache wieder meine Hitzebleche ran. Wäre auf alle Fälle einfacher. So, soweit so gut. Wir haben es gewickelt bis nach oben an den Zylinder ran. Unser schönen Da haben wir dann unser schönen Edelstahl Kabelbinder rangeballert. Weiter geht's. Wir widmen uns jetzt dem zweiten Krümmer. Den letzten. Zum Glück sind es plus zwei. Wenn wir erstmal das alte Band runterholen. Das macht so richtig Freude. Das flockt und ist einfach nur abartig. So, lösen wir es mal ein bisschen an. Guckt euch das an hier. Hier ist Schnee. Wie Koks. Hier. So, jetzt werden wir mal ein bisschen. Und immer dran denken, Arbeitsschutz, Staubmaske tragen. Ich habe eine Armee-Staubmaske auf, die sieht man bloß nicht, weil sie so gut getarnt ist. Hier kann man das jetzt mal so richtig schön sehen, ja? Franzel die Panzel die. Das können wir so natürlich nicht rumlegen. Deshalb, wie ich vorhin schon sagte, können wir es noch ein bisschen weiter umlegen. Ja. Legen wir uns das Ganze einmal um, damit wir hier oben dann nachher eine schöne Kante haben. Soweit so gut. Das sieht doch schön tüffig aus. So, jetzt werden wir uns mal noch ein Kabelbinder rüber schmeißen. Mein Scheißendreck. So, fertig. Ich habe ihn fertig. Endlich. Pfoten tun weh, aber ich habe fertig. So, was müssen wir jetzt machen? Ganz einfach. Einfach mal das Moped anschmeißen, laufen lassen, Krümmer warm werden lassen, Wasser verdunsten lassen und dann zieht sich der Rest vom Hitzeschutzband so richtig Bombe fest. Und dann ist das gut so. Gut, das war's dann für heute. Dann bis zum nächsten Mal. Ringeballert. Tschüss.